Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dead by Daylight. Ja, das habe ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gesagt. Ich glaube, ich werde gar nicht so viel zum Thema, warum ich jetzt so lange eine Pause gemacht habe, sagen. Ich glaube, man kann es sich schon denken. Die Motivation fehlte einfach. Und dazu kam dann einfach auch noch, dass einfach komischerweise in den Ferien und in der letzten Woche der Schulzeit ziemlich viel los war in meinem Leben, was mich ziemlich wundert, weil eigentlich habe ich gar nicht so viel zu tun sonst. Und dann kam natürlich in den Ferien jetzt Urlaube dazu und ja, jetzt bin ich aber wieder da und hoffentlich wird es dann auch ein bisschen besser laufen. Ich werde auch nicht mehr versuchen, jeden Tag ein Video hochzuladen, weil ich glaube, das hat mich einfach ein bisschen überfordert. Ich werde stattdessen versuchen, jeden zweiten Tag ein Video hochzuladen und dann mal gucken, vielleicht fällt mal ein Tag ein Video aus oder so, aber ich versuche da dann wenigstens guten Content zu kreieren, wie man so schön sagt. Das Mikro war ein bisschen komisch eingestellt. Ja. Ich glaube einfach. Ich hoffe, es wird jetzt ein bisschen besser. Ja, so viel dazu. Und ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren mal schreiben, was ihr gerne für Spiele sehen wollen würdet oder welche Spiele euch bei anderen Leuten zum Beispiel auch gefallen oder sowas. Weil mir fallen einfach keine guten ein. Ich habe ja bisher nur The Walking Dead, Nightblades und halt Dead by Daylight gespielt und halt diese eine Folge Passing Pine Me Forest. Aber so gerne ich Horrorspiele auch bei anderen Leuten sehe, ich bin, glaube ich, selber einfach ein bisschen zu ängstlich für sowas. Und deswegen kam dann auch nur eine Folge von Nightblades. Habe ich nur eine Folge? Ja, nur eine Folge. Ich weiß nicht, das ist einfach ein bisschen doof. Obwohl ich halt so gerne Horrorspiele bei anderen Leuten sehe und da habe ich auch überhaupt keine Probleme mit. Aber naja, Dead by Daylight habe ich mir halt ausgesucht, weil ich einfach das Gefühl hatte, da kann ich am besten bei reden. Und wenn ihr mir dann ein paar Tipps geben könntet, was für gute Spiele es sonst noch so auf dem Markt gibt, denn ich bin nicht so erfahren mit der Spielewelt, könnt ihr mir, ja, dann kann auch vielleicht ein bisschen was aus diesem Channel werden, hoffe ich. Ich bin jetzt voller Motivation. Genauso bin ich auch voller Motivation, was dieses neue Schuljahr angeht. Okay. Voller Motivation auch, was dieses Spiel hier angeht gerade. Direkt tot, würde ich sagen. Das ja. Super, Melina, super. Das startet wieder so gut. Ich nehme dieses Video oder dieses Let's Play ja eigentlich jetzt schon zum dritten Mal heute auf, weil beim ersten Mal hat es einfach überhaupt nicht geklappt. Ich bin zweimal rausgeschmissen worden aus dem Spiel, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, einmal, weil der Mörder gegangen ist und einmal, weil meine Connection abgebrochen ist. Und beim zweiten Mal habe ich mich die ganze Zeit einfach total verhaspelt und komische Pausen gemacht. Und jetzt versuche ich es einfach. Ich versuche einfach durchgehend zu reden und keine blöden Verhaspler zu haben. Und dann sterbe ich als Erster, nachdem ich nicht mal eine Hälfte von einem Generator geschafft habe. Ach Gott, ey. Und die anderen da drüben, so als kleines Grüppchen. Keiner hilft mir. Dankeschön, Leute. Ihr seid wahre Teammates. Ich will nicht zu voreilig sein. Vielleicht kommt ja gleich noch jemand, aber ich glaube nicht dran. Ja. Habe ich jetzt alles zu dem Thema gesagt, was ich sagen wollte. Ich sehe vielleicht heute ein bisschen weißer aus als sonst. Es ist einfach die Kamera. Meine Laptop-Kamera. Ja, und ich denke, Dankeschön, mein Freund. Damit habe ich dann auch schon alles eigentlich gesagt, was ich noch sagen wollte. Ja. Dann konzentriere ich mich jetzt auf das Spiel, weil vielleicht war das auch mein Problem und deswegen habe ich eben gerade total verkackt. Oh, Mörder schon wieder auf dem Weg zu uns. Okay. Gut, Melina. Konzentriere dich. Okay. Oh. Gut. Hier. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Gehe ich. Ich glaube, ich gehe zurück zu dem Generator, den ich eben angefangen habe. Oh, oh, nein. Keine gute Idee. Oh, die Haare sahen ja gerade super aus. Ich hing gerade fest. Ach ja, ich habe noch gar nicht angesprochen zum neuen Update. Es gibt ja jetzt die Nurse, also die Krankenschwester. Und als Map das The Asylum. Ich glaube, es ist Asylum. Ich kann Englisch. Glaubt mir, Leute, ich benutze nur dieses Wort einfach nicht sehr häufig. Oh. Die mich befreit hat, ist am Boden. Da fühle ich mich immer so verantwortlich. Ich möchte dann immer helfen, aber bin einfach zu unfähig manchmal.
Ja, und dann gibt's ja auch noch den Charakter, den Survivor, den auch zwei Leute hier gerade spielen. Ich habe gerade den Namen vergessen. Ich glaube, sie hieß Nea? Das hört sich gerade falsch an, aber ich glaube eigentlich, dass das der Name war. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen verpeilt heute. Das bin ich sowieso immer. Okay. Also, die Nurse finde ich extrem mies. Als jemand, der nur Survivor spielt. Ich spiele ja eigentlich. Nein, ich spiele eigentlich nie den Mörder, weil ich einfach kein Talent für sowas besitze. Ich bin besser in Gruppenaktivitäten. Im realen Leben eigentlich nicht, aber in diesem Spiel auf jeden Fall. Und. Hallo? Ich bin. Okay. Ich bin weg. Tschüss. Wo war ich gerade stehen geblieben? Das ist schon wieder. Ach, typisch Melina. Ich habe den Faden schon wieder verloren. Ja. Ja, die Nuss ist. Wenn man Survivor ist, einfach total fiesig. Wie die einfach so hinter ihm auftaucht und dann auch noch gleich zuschlagen kann. Ich meine, was ist denn das? Sie sollte wieder Geist oder so auch noch ein bisschen Abklingzeit haben, bevor sie jemand angreifen kann. Ich finde das nicht fair. Aber es kommt von jemand, der wirklich nur Survivor spielt und deswegen. Nein! Ich kann schon wieder nicht springen. Ich hasse das. Oh, das passiert so häufig. Und sonst, ja, die Karte finde ich ganz nett. Ich habe noch nicht so häufig auf der gespielt. Und den Survivor, ja, den habe ich auch noch nicht angefangen, weil ich versuche momentan mit Mac auf Rang 50 zu kommen. Ich bin ja schon auf Rang 40. Nicht Rang 40, Level 40 meine ich. Und auf Level 50 würde ich gerne kommen. Gut, dann werde ich jetzt hier wohl einfach sterben. Mann! Ist immer so ärgerlich. Weil ich habe ja hier unten rechts, wie man sieht, das dritte von rechts oder das zweite von links, wie auch immer man das sehen möchte, ist der Perk Adrenalin-Boost? Irgendwie Adrenalin oder so. Und damit werde ich geheilt, wenn ich zum Beispiel gerade einmal getroffen wurde oder zweimal getroffen wurde, auch wenn ich am Boden liege. Werde ich geheilt, wenn die Ausgänge mit Strom versorgt werden, also alle Generatoren aktiviert wurden. Und das ist teilweise so praktisch, wenn ich gerade von einem Mörder weglaufe und so hinterherhinke, also so, naja, vor ihm weghinke eigentlich eher, so rumhinke und ich dann auf einmal so diesen Boost bekomme und wieder vernünftig laufen kann. Das ist einfach zu fies, mein Mann. Also fies für den Mörder. Gut für mich. Und ich hatte es auch mal, dass ich am Boden lag und dann aufstehen konnte und wieder laufen konnte, aber dann wurde ich gleich wieder niedergeschlagen. Also. Ja, shit happens. Mal sehen, wie es den anderen ergeht. Aha. Worauf wartet ihr? Okay, gut, also. Ich nehme mal an, die werden rauskommen. Das gucken wir uns jetzt nicht bis zum Ende an. Stattdessen verlassen wir mal. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich denke aber, weil ich heute nicht so viel Zeit habe, werde ich hier nochmal kurz. Oh, guck mal, jetzt kann ich sogar Adrenalin als leerbaren Perk haben gleich. Es wäre gut, wenn mir mal jemand erklären könnte, was leerbare Perks überhaupt sind, weil ich verstehe es nicht. Ich habe einige, aber ich kann mal. Ich. Man kann sie ja nicht auswählen und deswegen verwirrt mich das. Habe ich die automatisch? Bringe ich die automatisch Leuten bei? Oder. Verwirrt mich noch ein bisschen. Ich bin der Meinung, ich kenne mich schon ganz gut mit diesem Spiel aus, aber das ist noch ein Problem, das ich einfach nicht verstehe. Ja, wie gesagt, habe schon wieder Thema gewechselt. Ich kann mich einfach nicht auf ein Thema konzentrieren. Ich wollte sagen, dass ich heute nicht sehr viel Zeit habe und deswegen werde ich dieses Let's Play, dieses Video, nur dieses Video jetzt hier wahrscheinlich beenden und ich würde mich enorm freuen, wie gesagt, wenn Leute in den Kommentaren mal schreiben könnten, was ihr oder wenn ihr gerne. Ich weiß es bei mir schon wieder. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr in die Kommentare schreiben könntet, was ihr gerne mal sehen wollt, also was für Spiele ihr gerne mal sehen wollt. Weil erstens interessiert es mich und zweitens brauche ich einfach neue Spiele, damit ich hier was auf dem Kanal zeigen kann. Weil immer nur Dead by Daylight ist natürlich auch ein bisschen langweilig. Nightblights, wie gesagt, bin ich ein wenig ängstlich für. Hatte ich das erklärt? Ich glaube, das hatte ich gesagt, oder? Ja. Denk schon. Also für Nightblights bin ich zu ängstlich einfach. Und The Walking Dead regt mich einfach nur gerade auf, weil ich festhänge und weil ich da nicht so viel reden kann. Und dann habe ich immer das Gefühl, ihr guckt nur zu, wie ich das spiele, ohne dass ich was dazu sage. Und dann denke ich mir so, ja, dann kann man es auch selber spielen. Ja, aber dann würdet ihr nicht meine Entscheidung sehen. Von daher ist es ein bisschen was anderes. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine.
Oh Gott, ich hoffe, dieses Video heute ist nicht ein totaler Reinfall, weil ich habe das Gefühl, es ist richtig schlecht geworden. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich so lange kein Video mehr gemacht habe und jetzt ein bisschen nervös bin. Aber ich hoffe, ihr verzeiht es mir und ich hoffe, ich werde wieder reinkommen in diesen Flow sozusagen. Und ja, also in die Kommentare schreiben, was für Spiele ihr gerne sehen wollt. Und dann werde ich mir die mal angucken. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Ich weiß noch nicht, was es wird. Vielleicht wird es ja Walking Dead. Vielleicht komme ich ja mal weiter. Vielleicht wird es auch einfach wieder Dead by Daylight. Vielleicht muss ich auch erstmal wieder so ein bisschen mit einfacheren Sachen anfangen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video, wenn ihr abonnieren möchtet, weil das würde mich enorm freuen, wenn ich vielleicht mal zweistelligen Bereich komme. 10 Abonnenten wäre doch schon mal was. Also ich setze mir kleine Ziele, sehr kleine Ziele. Ja, und dann... Ja, was ich noch sagen wollte. Was wollte ich noch sagen? Danke an alle, die mich so nett unterstützen und die auch immer so tolle Kommentare schreiben. Echt, ihr wisst nicht, wie viel mir das bedeutet. Vor allem auch am Anfang, als ich schon, glaube ich, über Motivation geredet habe. Und darüber, dass es mich ein bisschen frustriert, dass ich immer noch nur so wenig Abonnenten habe. Das hat mich wirklich ein bisschen aufgebaut. Und danach habe ich mich auch schlecht gefühlt, nachdem ich so lange Pause gemacht habe, weil ich so dachte, jetzt ist genau das passiert, was eigentlich nicht passieren sollte. Ja, also ein Dankeschön an alle, die mich immer so nett unterstützen. Ich denke, die Leute wissen, dass sie gemeint sind. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder zum 10. Mal. Hinterlasst gerne auch einen Daumen nach oben, wie es jeder so schön sagt. Es würde mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Bis dahin.